Gut, wir machen heute wiederholende Übungen, also schon in Vorbereitung auf die Klausur dann morgen, ne, und dann wollen wir mal loslegen. Ich glaube, da hat jemand was vorbereitet und möchte sich mal kurz produzieren. Zur Klausurvorbereitung hatten wir eine Aufgabe, wo ein Mann 35 Meter von einem Turm entfernt steht, wo auch gegeben war, wie dick er ist, aber das ist eine nebensächliche Information, die man nicht braucht. Zudem hatte er einen 50 cm langen Stab, an dessen Ende er rechtwinklig einen weiteren 30 cm langen Stab befestigt hat. Und dieser Stab deckt das Ende von Fuß und Spitze des Turmes ab. Und wir sollten herausfinden, wie hoch dieser Turm ist. Und das hier ist die Skizze dazu. Und hier ist die Höhe, die gesucht ist. Und das ist die Entfernung halt, wie weit der Mann steht. Also der Mann steht hier. Und die Verhältnisgleichung dazu ist dann, dass diese 30 cm, die habe ich schon in Meter umgewandelt, damit das nachher leichter zu rechnen ist. Und dann würde diese 30 cm im Verhältnis zu h stehen, also 0,3 Meter, im Verhältnis zu diese 50 cm oder 0,5 Meter zu den 35 Metern. Und dann habe ich das gestürzt. Und also ich habe dann die 0,3 mal 35 gerechnet und dann durch 0,5 und dann kommt da 21 raus. Und somit ist H 21 Meter. Leider kommt jetzt hier ein Gewitter und ich möchte mal lieber alles vom Netz trennen. Deswegen müssen wir jetzt an der Stelle erstmal kurz Pause machen. Ich mache das Video dann später weiter. Also wir sind jetzt hier gerade in der 9. und wiederholen nochmal, beziehungsweise, naja, wir beschäftigen uns mal ganz kurz mit Sinus, Cosinus und Tangens und so weiter. Und unser Rechenproblem, unser Trick besteht jetzt darin, wir haben mal uns vorsichtig rangetastet, wir haben ausgerechnet, dass der Sinus von 45 Grad 0,707 und tralala ist. Also der ist die Hälfte von Wurzel aus 2. Und jetzt sind wir am Überlegen, weshalb ist das so? Und da habe ich noch einen Tipp gegeben. Wenn ich mir ein rechtwinkliges Dreieck schnappe, welches hier 45 Grad hat, hier 45 Grad und rechtwinklig, das heißt hier oben 90 Grad. Wenn ich mir so ein Dreieck schnappe, dann habe ich eine Art Geodreieck, denn dann muss das hier 45 Grad haben, denn die Innenwinkelsumme ist ja so 180 Grad. Und jetzt habe ich eine Empfehlung gegeben. Wir spiegeln das Ding mal an der Hypotenuse. Machen wir das mal. Und jetzt kommt die Überlegung, warum ist der Sinus ein Halbwurzel aus 2? Das kann man mit dieser neuen Figur jetzt weitermachen. Ich hatte noch einen Tipp gegeben. Wir nehmen mal diese Seitenlängen als 1 Meter oder 1 Zentimeter. Ne, habe ich hier auch. Und jetzt die Begründung, weshalb der Sinus ein Halbwurzel aus 2 sein muss. Da bin ich mal gespannt. Also wir hatten hier diese Behauptung, dass der Sinus von 45 Grad sozusagen ein Halbwurzel von 2 entspricht. So. Und das sollten wir jetzt begründen. Und wir hatten dazu als Hilfe jetzt angegeben, dass wir die Gegenkathete und die Ankathete, dass die 1 Meter sind. Und dann habe ich als erstes bei einem Sinus von 45 Grad die Hypotenuse ausgerechnet mit der entsprechenden Formel. Und wenn man die dann dort gegebenenfalls umstellt, hat man eine Hypotenuse von 1,414 Meter. Meter. Also mit noch ein paar Kommas Zahlen. Und wenn man denn jetzt noch den Satz des Pythagoras ins Spiel bringt, mit a² plus b² gleich c², wie man das in dem Dreieck daneben auch noch mal kurz sieht, dann kann man die Seiten, also die 1 Meter, ja dafür einsetzen. Und das wäre ja dann c logischerweise. Und diese 2 Quadratmeter,
die Wurzel. Das wären dann wieder diese 1,414 Meter. Und damit begründet man sozusagen mit Hilfe des Satzes Pythagoras, dass das, genau wie hier oben, dieses 1,5 mal Wurzel aus 2, dass das die Hypotenuse ist. Erstmal sehr schön, ne? So, man kann das eine mit dem anderen schon mal begründen. Pythagoras kennt jeder und dann kommt man dahin. Ne? Das war jetzt rein mathematisch gesehen die Begründung dafür. So, jetzt andere Frage. 1 durch Wurzel aus 2 soll 0,5 mal Wurzel aus 2 sein. Wie kann man das begründen? Also hierum ging es. Hier, das war der Anfang. Jetzt ging es so ein bisschen um die Ecke, da hat eine Schülerin dann Folgendes versucht, 1 durch Wurzel 2 ist gleich 1,5 mal Wurzel 2, alles richtig. Dann hat sie gesagt, warte mal, das ärgert mich hier ein bisschen, ich stürze mal, okay, alles richtig. Dann ergibt sich Wurzel aus 2 ist 2 durch Wurzel 2, dann hat sie doch wieder nochmal gestürzt, okay, kann man auch machen. Und hat sich dann aber gesagt, nach einem kleinen Tipp, links hat sie immer stehen lassen jetzt, Wurzel aus 2 stand oben und unten 2 hat sie ausgedrückt als Wurzel aus 2 mal Wurzel aus 2. So blöd, wie sie es anhört. Und dann kann man nämlich kürzen und dann bleibt hier eine 1 durch Wurzel aus 2 übrig und damit ist das Thema durch. Okay, das bis dahin. Wir haben uns mal eine Aufgabe rausgesucht. Wir schreiben darüber jetzt einen Test und zwar ein Sendemast. Das ist 3,5 Meter hoch. Ich stehe in einer gewissen Entfernung S von dem Sendemast entfernt, schlage da einen Flock ein und habe eins der Seile eingeschlagen, damit der nicht umfällt. Ne? Ein Abspannseil, da gibt es mehrere davon, aber mich interessiert nur das eine. Und zwar so, dass dieses Seil mit dem Erdboden einen Winkel von 60 Grad bildet. Natürlich steht der Turm senkrecht. Gesucht sind eine anständige Arbeitsskizze und zwar A, ich suche S und B, ich suche L. Punkte gibt es auf eine anständige Arbeitsskizze. Ankathete, Gegenkathete und so, AK, GK und so weiter ranmalen. Die richtige Formel. Schnappen und entsprechend ausrechnen. Und natürlich einen kurzen Antwortsatz. Ich stehe meinetwegen so und so viele 100.000 Meter von dem Turm entfernt und das Seil ist 2 Meter lang oder weiß der Kuckuck was, ne? So, na denn, Action, ran. Wir haben noch 15 Minuten, nicht ganz. 30 Minuten. Was? Ja, ja. Einmal so, einmal so. Ja, danke. Jedes Mal eine neue Arbeitsskizze, genau. Eben hat es eine Schülerin in Rekordzeit geschafft. Es ist, ich schreibe das jetzt ganz schnell hin, 173,205 Meter und L ist 346,41 Meter. Ich erspare mir jetzt mal die Antwortsätze. Natürlich haben wir das. Kleinen Moment, hey. Immer mit der Ruhe, bei aller Freude. Das erspare ich mir jetzt als Antwortsatz, denn das war gar kein Test. Ich wollte bloß eins zeigen. Wenn man gerade eben was gelernt hat und danach sich nochmal ransetzt, wenn man aufgepasst hat, kriegt man es danach sofort hin. Haben hier einige andere auch noch bewiesen. Eine Schülerin, die hat da sofort eine 1 gefangen. War kein echter Test, war bloß mal der Beweis dafür, dass es geht. Ich schließe das Video ab und wünsche schöne Pause.